Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Drum Simulator Urban Transit. Wir haben die Ehre, schon ab heute mit diesem neuen Titel durchstarten zu können und deswegen legen wir einfach auch direkt los. Bevor wir aber wirklich reinstarten, würde ich sagen, haue ich erstmal nochmal ein paar Infos zu diesem Spiel raus. Und zwar, dieses Spiel erscheint am 5.12.2023 auf Steam für den PC. Die PC-Version aus dem Epic Games Store erscheint erst im Frühjahr 2024. Und PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erscheint auch erst im Frühjahr 2024. Das heißt, am 5.12. erscheint nur die Steam-PC-Version. So. Multiplayer ist in diesem Spiel möglich mit bis zu 4 Spielern. Es gibt diesmal hier in diesem Teil eine Fahrschule für Einsteiger. Das hätte man vielleicht auch schon bei dem Drum-DLC für den Bus-Simulator 21 gebraucht. Aber gut, hier gibt es auf jeden Fall jetzt eine Fahrschule, damit man erstmal einen Weg reinfindet in die Straßenbahn. Und ja, dieses Spiel bringt einen auch wieder drei Spielmodis. Und zwar Story, Karriere und Sandbox. Und man bekommt 6 Trams. Kosten wird dieses Spiel 19,99 €. Wobei dieses Thema ein bisschen komplizierter ist. So, ich versuche es mal zu erklären. Also, alle, die quasi den Bus-Simulator 21 haben und sich das Drum-DLC gekauft haben, erhalten dieses Spiel kostenlos am 5.12. Alle, die den Season Pass für den Bus-Simulator 21 hatten und somit auch das Drum-DLC mit dabei hatten, erhalten dieses Spiel auch kostenlos. Dann gibt es aber auch die Andersrum-Variante. Also, wenn sich jetzt jemand dieses Spiel kauft und besitzt den Bus-Simulator 21, bekommt derjenige auch das Drum-DLC für den Bus-Simulator 21 kostenlos dazu. Ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, es war jetzt einigermaßen verständlich. Notfalls einfach nochmal in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch da bestimmt weiterhelfen. So, genau. Dann würde ich aber sagen, haben wir erstmal genug gequatscht. Ich drücke mal auf Enter und wir legen los. So. Ich habe mir jetzt schon mal einen Charakter erstellt, also wir sehen so aus, ja, wie im Bus-Simulator 21 ist eigentlich ziemlich genau das Gleiche, also das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal zeigen, also man kann sich auf jeden Fall den Charakter so ein bisschen anpassen, kennt man, wie gesagt, aus dem Bus-Simulator 21, übrigens, dieses Spiel ist natürlich auch von den Entwicklern vom Bus-Simulator 21, sonst würde es ja mit dem Tram-DLC auch nicht zusammenhängen und so weiter. Ja, wir starten ein neues Spiel, würde ich sagen, und wir haben nur hier die Map Angel Shores zur Verfügung. Ja, hier gibt es, also in diesem Spiel gibt es nur die Map Angel Shores und nicht wie jetzt im Bus-Simulator 21. Seaside Valley hieß, glaube ich, die eine Map und die andere Map war Angel Shores. Hier gibt es nur diese Map und natürlich werden wir dann auf dieser Map auch spielen. Hier würde ich sagen, wir nehmen nicht den Modus unaufgeregt, das entspannende Spielerlebnis, komfortables und fehlerverzeihendes Fahren mit einigen praktischen Funktionen brauchen wir nicht so wirklich. Ich würde sagen, wir nehmen die Simulation, werde zum Straßenbahnflüsterer, realistisches und fehlerbestrafendes Fahren ohne komfortable Funktionen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier genauso mit dem ganzen Fahren ist wie im Bus-Simulator 21. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach die Simulation. Wir erstellen hier mal ein neues Unternehmen, beziehungsweise wenn ich ein... Erstmal richtig schreiben lernen. Wenn ich hier ein Unternehmen mit Bussen und so weiter gründe oder mit Straßenbahnen, dann würde ich sagen, nehmen wir hier einfach wieder Tommy Tours. Ja, Tommy Tours ist schon im Tourist Bus Simulator unterwegs. Tommy Tours ist auch, glaube ich, im Bus Simulator 21 die Firma gewesen, die die Busse gestellt hat und die Straßenbahn. Deswegen Tommy Tours stellt auch hier jetzt die Straßenbahn. Und dann würde ich sagen, wir nehmen den Story-Modus. Es sind mehr als 10 Missionen dabei, soweit ich jetzt informiert bin und ich war ja noch vorher so ein bisschen am Überlegen, hatte ich ja im Bus-Simulator 21 Let's Play erzählt, ob wir das überhaupt hier als komplettes Let's Play machen. Aber ich glaube, um ein bisschen Abwechslung auf den Kanal drauf zu kriegen, werden wir das schon durchziehen, gehe ich mal davon aus. Wenn die Missionen nicht ganz so hart asozial sind und einfach nur Zeit schinden. Das werden wir dann aber während des Let's Plays erst rausfinden, genau. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen das so an und legen los. Tommy Tours, Angel Shores, Straßenbahn, eigene Firma. Story, Simulation, genau, passt, alles soweit in Ordnung. Ja, dann können wir uns ganz kurz den Ladebildschirm gönnen und wir sehen im Hintergrund schon zwei verschiedene Straßenbahnen. Das Budget schaut so gut aus, aber flächendeckend die ganze Stadt mit Trams zu vernetzen, bräuchten wir... Oh, entschuldigen Sie, ich war noch in Gedanken versunken.
Ich bin Tony Stevenson, Leiter des neuen Tram-Projekts hier in Angel Shores. Es tut mir leid, dass wir uns nicht persönlich kennenlernen, aber ich bin derzeit außerhalb der Stadt. Mir wurde von allen Seiten ganz begeistert von ihren Fähigkeiten berichtet. Jetzt schauen wir, ob sie die auch in Angel Shores auf die Gleise bekommen. Wie Sie vielleicht wissen, sollen wir den gesamten öffentlichen Nahverkehr auf die Straßenbahn umstellen. Eine Mammutaufgabe, bei der ich fähige Unterstützerinnen und Unterstützer wie Sie brauche. Doch erstmal langsam. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ich hätte da auch schon eine Idee, wo wir als erstes starten können. In St. Anthony haben wir die wichtigsten Infrastrukturen der gesamten Stadt auf einem Fleck. Wir sollten diese zunächst einmal miteinander verbinden, damit die Bevölkerung merkt, dass unsere Trams ihren Alltag erleichtern. Dafür müssen wir jetzt noch ein paar Dinge vorbereiten, wie etwa die genaue Streckenführung festlegen. Ich habe gerade erst gedacht, der Herr spricht Chinesisch. Ich habe die falsche Sprache eingestellt, aber dann ist mir doch noch aufgefallen, er spricht ja doch Deutsch. Ja, gut, scheint aber zu passen. Ja, in der Zwischenzeit, wo der gute Herr erzählt hat, haben wir hier gesehen, dass hier zwei Frauen umgefahren wurden oder so. Und es geht einfach schon wieder wunderbar los. Übrigens möchte ich noch hier dazu sagen, dass wir eine Preview-Version spielen. Ja, es kann ja also tatsächlich sein, dass hier noch Fehler wieder drin sind, die später am Release-Tag nicht vorhanden sind. Genau, ja. Was aber hier einem so ein bisschen auffällt, oder? Lasst uns gerade mal hier schauen. Die Straßenbahngleise. Fällt euch da ein Unterschied auf zum Bussimulator? Bitte nicht überfahren. Im Bussimulator 21 im Tram-DLC liegen die Gleise auf den Straßen. So wie es jetzt aussieht, sind die Straßen, sind die Gleise endlich in die Straße gewandert. Hätte ich nicht gedacht, dass man das hier tatsächlich so mit reinarbeitet. Aber schön, dass so ein Detail jetzt hier wenigstens reingefunden hat ins Spiel. Das gibt auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. Genau. Dann würde ich sagen, wir sollen das Kartmenü öffnen und dann haben wir auch schon die erste Aufgabe bekommen, take the A-Train. Und ja, wir sollen hier die Stelle, diese Route South Regatta, St. Anthony Church, City Hall North, Transit Terminal, Lincoln Street sollen wir erstellen. Verbinde die Infrastruktur von Angel Shores miteinander, genau. Und wir gucken uns aber gerade, würde ich sagen, zu Beginn erstmal die Map an. Ja, was fällt einem da auf? Aktuell haben wir nur hier die Möglichkeit, Tram-Strecken zu erstellen und was einem halt auffällt, die DLC-Erweiterung vom Bus-Simulator 21 fällt halt hier komplett weg, so wie es aussieht. Aber davon lassen wir uns nicht stören, wir arbeiten uns einfach mal die Story entlang und dann werden wir schon sehen, ob und wie weit hier noch weitere Straßenbahnhaltestellen zur Verfügung stehen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass hier überall auch noch Straßenbahnhaltestellen hinkommen, weil wenn man sich die Map schon mal anguckt, sieht man, dass hier ein Tram-Hub ist. Und hier hinten ist auch ein Tram-Hub. Also das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass hier auf jeden Fall auch Straßenbahngleise liegen. Das werden wir aber dann, wie gesagt, nach und nach feststellen. So, ich würde sagen, wir legen einfach jetzt mal langsam los und erstellen mal unsere erste Straßenbahnroute jetzt in diesem eigenständigen Spiel. Genau, dafür, wir kriegen hier eine schöne Hilfe angezeigt. Wir sollen eine Route erstellen, da gehen wir natürlich drauf. Und wir kriegen sogar angezeigt, wo die Route beginnen soll. Ja, das nenne ich doch mal ein gescheites Tutorial. So, South Regatta. Die Haltestelle kennen wir schon. Wählen wir aus, haben wir somit. Und wir kriegen sogar die nächste angezeigt, ohne zu suchen. Ja, was ist denn hier los? Das ist ja echt mal benutzerfreundlich. Ja, krass. So, kriegen wir die nächste angezeigt. Und wir sollen diese Haltestelle noch mit verbinden. Dann nochmal hier hinten hin. Und dann haben wir die Strecke anscheinend abgeschlossen. Die Änderung übernehmen wir. Ich habe schon mal eine Tram angekauft. Zum Starten reicht's, aber wir müssen unseren Fuhrpark sicher bald erweitern. Ich habe sie für unsere Jungfernfahrt vorbereiten lassen. Viel Spaß mit dir. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Tram er schon vorbereitet hat für uns. Entweder eine uralte oder halt eine etwas modernere. Wir haben ja schon im Ladebildschirm so zwei Tram-Modelle gesehen. Eine, die sehr abgespaced aussah und eine, die etwas älter aussah. Klicken wir einfach mal die Route an. Straßenbahnroute 1. Jetzt fahren. Okay, es ist die ganz normale Standard-Tram, die wir auch aus dem Bus-Simulator 21 DLC schon kennen mittlerweile. Würde ich sagen, wählen wir aus, nur die hat hier eine andere Bezeichnung als DLC für den Bus-Simulator, wenn ich mich jetzt nicht irre. Kommt mir auf jeden Fall gerade so vor. Na gut, wir wählen diese Bahn aus. Ah, dieser Geruch nach Leder, Metall, Schmieröl. Ich weiß noch, wie mein Vater mich das erste Mal in einer niegelnagelneuen Tram mitgenommen hat. Das werde ich nie vergessen. Schöne Zeiten.
Vielleicht kennen Sie ihn. Mr. Stevenson Senior. Naja, auch egal. Dann lassen Sie uns mal loslegen. Fahren Sie die erste Haltestelle an und lassen uns sehen, ob schon erste Passagiere auf uns warten. Ja, ich würde fast sagen, das ist unsere erste Haltestelle, oder? Wo wir hier stehen. Ja. Dann machen wir einfach mal die Türen auf. Ah, das ist die kleine Straßenbahn-Variante. Ja, die gibt es einmal auch im Bus-Simulator 21 DLC. Einmal mit 3 Türen, einmal mit 2 Türen. Ja, und normalerweise müssten wir... Die Trams scheinen ein echter Hit zu sein. Geben Sie gut Acht auf die Passagiere und die Tram. Jetzt genießen Sie die Fahrt. Alles Weitere besprechen wir danach. Okay, dann besprechen wir alles Weitere danach. Nehmen wir halt den Rollstuhlfahrer nicht mit oder die Rollstuhlfahrerin. Ich weiß immer noch nicht sicher, ob es hier die Rampe gibt oder nicht, weil normalerweise da steht Ramp. Also ich könnte mir vorstellen, dass das da eigentlich eine Rampe ist, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man die benutzen kann. Vielleicht mache ich dann mal die Fahrschule. Ja, mal schauen. Fahrgast nicht mitgenommen. Ja, wir hätten auch den Rollstuhlfahrer mitnehmen sollen. Was auf jeden Fall auch auffällt, die Steuerung hier ist anders. Was ich auch nicht verkehrt finde, man hat auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Man kann die Steuerung sich so ein bisschen anpassen. Also, hier zum Beispiel ist es jetzt so, ich kann quasi einstellen, wie der Kombihebel beziehungsweise in welcher Stellung der Kombihebel sein soll. Ja, mit den Tasten W kann man Gas geben und kann verschiedene Stärken eingeben. Und mit der Taste S, mit den Bremsen, kann man verschiedene Bremsstärken eingeben. Ja, quasi wie in Trains and World und so weiter hast du halt so Einstellungsmöglichkeiten und nicht wie es im DLC ist. Im DLC ist es ja so, im Tram-DLC für den Bussimulator 21 ist es ja so, dass du, wenn du Gas gibst, geht der Kombihebel komplett nach vorne, wenn du bremst, geht er komplett nach hinten. Und hier kannst du jetzt verschiedene Stellungen einstellen und kannst damit eigentlich viel ordentlicher durch die Gegend fahren. Also, lässt einen sehr wahrscheinlich ein bisschen feinfühliger fahren und ich könnte mir auch vorstellen, dass man hiermit vielleicht einen Schubhebel oder so ganz gut zum Fahren einstellen könnte. Das kann ich auch nochmal gerne dann ausprobieren in den nächsten Folgen. Dann kann ich euch da berichten. So. Ja, ich würde halt jetzt wirklich gerne wissen. Ah, Rampe. Das ging nämlich, soweit ich weiß, im Tram-DLC für den Bussimulator 21 nicht. Da hat man auch keine Strafe bekommen. Da konnte ich da nicht draufklicken. Weiß nicht, ob das nur in der Preview-Version so war oder ob das dann allgemein da nicht ging. Aber hier funktioniert auf jeden Fall die Rampe. Gut, dann brauche ich auch die Fahrschule nicht machen. Dann kriegen wir den Rest auch hin. Frage zur Route wurde ignoriert. Welche Frage zur Route? Ich habe doch nichts angezeigt bekommen. Einfach mitfahren. Boah, ich muss mich aber gerade echt erstmal an diese Steuerung gewöhnen. Die ist besser als im Tram-DLC für den Bussimulator 21, aber man ist es jetzt einfach anders gewohnt. Es kommt einem vor wie das gleiche Spiel, aber die Bedienung ist anders. Deswegen muss man sich da gerade erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Also da bitte nicht böse sein. Bitte nicht böse sein. Aber was halt echt positiv auffällt, sind die Gleise. Das sieht gleich so viel besser aus, wenn die Gleise jetzt auf Straßenebene sind und nicht auf der Straße angebracht. Das sieht wirklich viel besser aus. So. Lassen wir mal alle einsteigen. Irgendwie... Da muss ich wohl auch nochmal nach der Steuerung gucken, merke ich gerade. Irgendwas ist hier auch anders. Mit den Türen. Kommt mir fast vor, als hätten wir einfach eine Taste für die Türfreigabe. Sieht fast so aus. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich hier Open drücken. Ne, dann gehen alle auf. Da gehen alle zu. Aber auf jeden Fall hat man jetzt auch ein Warngeräusch fürs Türöffnen und Schließen. Ich wollte ehrlich gesagt die Fahrschule nicht machen, weil ich mir gedacht habe, ja, die werden doch gar nicht so viel geändert haben von der Bedienung her. Aber ist egal, das lernen wir alles jetzt während der Fahrt. So, da müssen wir gerade die Weiche mal umstellen. Das ist auf jeden Fall gleich wie im Tram-DLC für den Bussimulator. Wir haben jetzt auch ein Weichengeräusch. Wir haben eine andere Glocke. Wie man hört. Auch nicht schlecht. Es gibt ja viele gute Bücher, aber mein Lieblingsbuch ist definitiv das Sparbuch. Man kann jetzt auf jeden Fall viel gefühlvoller hier und ordentlicher durch die Gegend fahren.
macht gleich einen komplett anderen Eindruck. Und wie gesagt, wenn die Gleise jetzt so im Boden drin sind, es sieht einfach viel besser und realistischer aus. Ja, dass man jetzt hier Weichengeräusche drin hat, ist auch ein schönes Feature. Ja, es sind wahrscheinlich nicht die besten, realistischsten Geräusche, aber ey, es sind welche da, es sind Geräusche da. War vorher auch nicht so. So, müssen wir jetzt rechts lang oder müssen wir geradeaus? Ich gehe mal davon aus, geradeaus. Ja, sieht passend aus. Man sieht ja, wie gefühlvoll man jetzt hier eigentlich fahren kann. So, wir geben quasi einfach mal die Türfreigabe. Machen alles wieder zu. Und somit können wir theoretisch weiterfahren. Was sagt denn eigentlich unsere Zeit? Nee, die Zeit ist, wir sind ein bisschen spät dran, aber ich fahre auch ziemlich langsam durch die Gegend, um erstmal wieder so ein bisschen hier warm mit zu werden. Es klingt aber nicht so ganz irgendwie wie eine Drum. Also, ich meine, klar, die Glocke. Da fand ich fast die andere ein bisschen effektiver. Aber hier kannst du halt so richtig schön wie so ein Bäckerwagen durch die Gegend fahren. Also bei uns gibt es so ein Bäckerwagen halt. Der bringt, weiß ich nicht, einmal die Woche, glaube ich, kommt er in die Straße zum Beispiel, stellt sich hier einmal hin, hat auch so eine schöne Glocke. Und dann kannst du dir da Brötchen abholen. Oder Alteisen. Alteisen fährt bei uns auch immer so durch die Straße. Alteisen! Ja, vielleicht sammeln wir jetzt auch Alteisen mit der Tram, ich weiß es nicht. So, mal ein bisschen langsamer gerade in die Kurve fahren. Ich muss ja echt meinen Schubhebel mal ausprobieren. Könnt mir auch vorstellen, dass das vielleicht ganz gut mit dem Controller fahren geht. Muss ich alles mal austesten. So, aber funktioniert. Und sieht gut aus. Jetzt mit den Gleisen. Die erste Fahrt war ein voller Erfolg. Ich kann mir vorstellen, dass wir zwei ein gutes Team abgeben werden. Das Transitterminal wird enorm von dieser neuen Strecke profitieren. Es sieht so aus, als sei es auf dem besten Weg, zu dem Drehkreuz zu werden, das Angel Shores wirklich verdient. Ja, öffne das Kartenmenü. Kriegen wir hin. Baue Transit Terminal D plus E auf Stufe 3 aus. Gut. Machen wir. Haben wir somit getan. Es ist entscheidend, Haltestellen aufzurüsten, damit wir sie problemlos mit anderen Strecken verbinden können. Im Laufe der Zeit wird dies sicherlich dazu beitragen, dass der gesamte Stadtteil wächst und gedeiht. Sie kennen ja das Spiel. Bessere Haltestellen bedeuten einen besseren Stadtteil. Als ich von Mira und Trish das Projekt übernommen habe, ganz Angel Shores mit Trams zu vernetzen, war ich im ersten Moment noch etwas skeptisch. Aber die Investition in die Dekarbonisierung des Verkehrs wird Angel Shores zur weltweit führenden Stadt im Bereich Nahverkehr machen. Die Gemeinde hat uns auch schon erlaubt, das Netz auf die andere Seite der Bucht auszudehnen. Der Bau der Highway-Linie wird zwar noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber die Vorbereitungen der restlichen Teile des Netzes sind soweit sehr gut vorangekommen. Wir haben sogar den Tram-Hub bereits in Betrieb nehmen können und richten immer mehr Tram-Haltestellen ein, zumindest so lange, wie es unser Budget erlaubt. Lassen Sie uns mal kurz zum Hub springen, damit Sie uns da eine weitere Tram besorgen können. Ja, wir sollen also hier zum Sunkiss Tram Hub springen. Da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Machen wir da eine Schnellreise hin. Genau, Snackbox, ganz wichtig. Boah, was haben wir hier Leckeres? Schokolade, Schokolade, Schokolade. Nachos! Oh, Zwiebelringe. Chips, lecker. Nicht schlecht, okay, gut. Um mal wieder zurück zum Spiel zu kommen, kaufe hier eine neue Straßenbahn. Genau, da soll man eine neue Straßenbahn kaufen. Dann get one paydays with Green City on your trams. Okay, also,
Übersetzungsfehler passiert, beziehungsweise ist noch nicht richtig übersetzt, aber wir sollen hier einen Zahltag bekommen mit der Green City Werbung auf der Tram. Das heißt, wir sollen hier eine neue kaufen. Das funktioniert hier bestimmt genauso wie in dem Tram-DLC für den Bus-Simulator. Aktivieren Sie das Terminal und lassen Sie uns eine neue Tram kaufen. Unser Budget sollte jetzt dafür ausreichen. Ted Kane von der Gemeindeverwaltung hat es dafür aufgestockt, damit wir unsere Flotte ausbauen können. Ja, Straßenbahnhändler. Übrigens, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie stellenweise nicht so ganz hundertprozentig für meine Monitorauflösung angepasst. Stellenweise sehen die Bilder halt noch so ein bisschen verzerrt aus. Oder hier, ich finde, das sieht auch ein bisschen verzerrt aus. Aber genauso wie das hier. Einfach nicht stören lassen. Auch hier, das läuft noch nicht so hundertprozentig. Wenn man es mit dem Bus-Simulator 21 vergleicht, sieht auch stellenweise nicht ganz so scharf aus. Ja, aber wir können hier uns auch schon mal die ganzen Straßenbahnen anschauen, die verfügbar sind. Ist, wie gesagt, jetzt hier ein bisschen unscharf. Meiner Meinung nach auch noch nicht so hundertprozentig auf die Monitorauflösung angepasst. Aber das wird 100% noch angepasst, weil im Bus-Simulator 21 funktioniert das ja auch richtig. So, also wir haben einmal das Fahrzeug. Sehr altes Modell, würde ich einfach mal behaupten. Sieht aber so an sich richtig nett aus, richtig cool. Sieht irgendwie auch wie so ein uralter Bus von hinten, wenn man das einfach nur so sieht. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, ob sich das anders fahren lässt als die moderne Tram. Ob man da irgendwas anderes drücken muss, ob das ein bisschen komplizierter, schwerer funktioniert. Aber auf jeden Fall ganz schickes Modell. Das ist die Tram, die wir schon kennen. Die hier aber schweineteuer ist. War die im Tram-DLC, im Bus-Simulator 21 auch so teuer? Ich weiß ja nicht. Ich muss gerade mal kurz unterbrechen, weil ich habe immer noch Husten wegen der Erkältung. Also da nicht stören lassen, bitte. Falls ich einfach so schlagartig mal ruhig bin und mal nichts mache, habe ich mich gerade gemutet und einfach kurzer Hustenanfall. So, das ist quasi diese alte Straßenbahn, nur noch mal mit einem weiteren, ich nenne es jetzt einfach mal Hänger hinten dran, mit einem weiteren Abteil hinten dran hängt. Okay, auch nicht schlecht. Große Variante. Dann haben wir hier für, boah, das ist alles extrem teuer. Ich meine, wir haben ein bisschen Geld, ja, aber ich meine, klar, wir können sowieso aktuell erstmal nur die kaufen. Sieht auf jeden Fall sehr abgespaced aus. Ich weiß auch nicht, nach welchem realen Vorbild das kommen sollte. Es kann auch sein, dass es einfach nur so eine Fantasiebahn ist, weil mit so viel Glas und so wenig Säulen glaube ich nicht, dass es irgendeine Straßenbahn gibt. Ich weiß es nicht. Aber die sieht schon sehr futuristisch aus, sehr interessant auf jeden Fall. Man wird hier eine sehr gute Rundumsicht haben, glaube ich. Naja, dann hätten wir noch die hier. Das ist die lange Variante, wenn ich mich jetzt nicht irre, mit den drei Türen. Oder, nee, das ist die kurze, dann ist das die lange, oder was? Genau, die hat drei Türen, die Variante, die für 2.800.000. Warum genau hat die dann... Die kostet viel mehr. Länge 30. Länge, das ist die kurze Variante, hat drei... War das im Tram-DLC für den Bus-Simulator nicht andersrum? Ach, ich weiß jetzt nicht mehr. Ist auch wurscht. So, und dann hätten wir noch die Bahn. Also wir haben hier sechs Straßenbahnen zur Verfügung. Wobei man sagen muss, kurze Variante, lange Variante. Genauso wie bei den Trams. Einmal eine lange und einmal eine kurze Variante. Bei denen, die man schon kennt, meine ich bei denen. Und hier hat man einmal eine kurze Variante und einmal eine lange Variante. Wobei, die entscheiden sich vom Modell auch von der Front ein bisschen. Die sind da auch auf jeden Fall anders. Ja, okay. Gut. Ja, ist nur die Frage, was nehmen wir? Länge 25 Meter, die Dreitür-Variante oder nehmen wir die längere Variante mit zwei Türen? Oder gucke ich da einfach falsch? Die hat auch drei. Nee. Die hat nur zwei. Ist aber auf jeden Fall hier die längere Variante. Ich bin fast dafür, dass wir die hier nehmen. Ich denke nicht, dass die Werbung, die wir da drauf klatschen sollen, so viel kostet. Deswegen hauen wir einfach mal raus, oder? Apropos Ted, er hat einige Werbepartner für uns an Land gezogen. Wir können zusätzliche Einnahmen erzielen, indem wir ihre Anzeigen auf all unsere Straßenbahnen platzieren. Lassen Sie uns diese Gelegenheit ergreifen und einen Partner auswählen. Und übrigens, wie wäre es, wenn wir unseren Straßenbahnen gleichzeitig einen frischen Anstrich verpassen? Das Grau ist doch etwas langweilig. Finden Sie nicht auch? Ja, gut. Also... Persönlich finde ich jetzt das Silber hier oder das Grau gar nicht so verkehrt für die Straßenbahn. Gerade wenn die so abgespaced aussieht wie die vom Modell her. Also, ich weiß nicht. Finde ich eigentlich okay.
weiß nicht, ob wir die irgendwie umfärben wollen, aber auf jeden Fall müssen wir ins Straßenbahndepot. Und muss gerade mal gucken, wir brauchen hier. Genau, Green City. Werbung war das. Gut, Straßenbahndepot. Dann klatschen wir da einfach mal Werbung drauf. Wir müssen sowieso ein bisschen Geld verdienen, deswegen klatschen wir Werbung da drauf. Green City, das wäre diese Werbung. Ja, finde ich okay. Wir können die auch so silber lassen. Also ich würde die auf jeden Fall so in dem Farbton eigentlich lassen. Da haben wir die grüne Werbung da schön drauf. Take the drum. Ja. Das passt. Würde ich sagen, lass mal so. Änderung übernehmen. Ja, übernehmen. Das schaut ja schon gleich viel besser aus. Damit fallen sie in der ganzen Stadt auf. Ich hätte da auch schon eine Idee, wo sie am besten wirken würden. Ich glaube, dass die schönen Stadtteile Sunkiss und Valley Spring viel ungenutztes Potenzial haben. Vor allem für Nachtschwärmer gäbe es dort viele großartige Lokale und Restaurants. Wenn wir da eine Nachtlinie einrichten, wird das sicher ein Motor für die lokale Wirtschaft und eine Aufwertung der gesamten Gegend. Ja, dann machen wir das doch. So, ich will gerade nochmal gucken, hatte ich die andere, beziehungsweise falsch, die Tram wollte ich jetzt nicht mehr bearbeiten. Ich wollte eigentlich Fahrzeug wechseln. Habe ich jetzt die oder die andere? Die ist angepasst. Die ist nicht angepasst. Da klatschen wir auch Werbung drauf, einfach aus dem Grund, dass wir dann, dass wir dann hier ein bisschen Geld verdienen. Ja, zusätzliche Einnahmen. So, Green City. Änderung übernehmen. Ja, von mir aus. Was auch immer da steht. So, okay. Da steht unsere Tram. Wir sollen jetzt eine neue Linie erstellen. Verbinde Sunkiss und Valley Spring mit einer Route, deren Hauptverkehrszeit in der Nacht liegt. Stimmt, da müssen wir ja auch noch drauf achten dann. Okay. Neue Route erstellen. Also, Sunkiss und Valley Spring. Man konnte doch auch genau die Hauptverkehrszeit hier auswählen. Dann sieht man, wann, zu welcher Uhrzeit, welche Haltestelle gefragt ist. So, sämtliche Straßenbahnhaltestellen haben bestimmte Hauptverkehrszeiten. Willst du eine Route erstellen, die insbesondere nachts Profit abwirft, solltest du dich auf Haltestellen konzentrieren, die vor allem nachts frequentiert werden. Gut, sehen wir hier. Wird auch hier nochmal hinterlegt. Finde ich ganz schön, dass man hier jetzt so das angezeigt bekommt, was sich anbieten würde. Das war ja vorher im Bussimulator 21 nicht so wirklich der Fall. Da musstest du immer die Haltestellen suchen und erstmal schauen, was wollen die überhaupt von dir. Hier wirst du jetzt schön durchgeführt durch kleine Änderungen. Finde ich eine gute Verbesserung auf jeden Fall. So, Valley Spring, also das und das soll man verbinden. Die Nachthaltestellen werden quasi schon angezeigt. Weiß nicht, ob wir die einfach mal verbinden wollen oder ob wir hier... Was ist, wenn wir da so lang fahren und dann so, dann vielleicht Rückzugs so und dann dorthin? Ja, kann man machen, oder? Und dann wieder hier zu 1. Dann haben wir alle Nachthaltestellen, sind wir hundertprozentig in der Nacht unterwegs. Und das müsste so passen. Jetzt sollen wir die Änderung übernehmen. Dann haben wir da eine Linie. Und passe die Zeit eh an. Gut, Nachtlinie. Wann ist nochmal Nacht? Zwischen 19 Uhr und 24 Uhr 30 Passagiere auf der Strecke. So, lass mal einfach hier 19 Uhr 23 anwenden. So, dann haben wir jetzt früher Abend. Wir können uns eine Tram nehmen. Beziehungsweise, hier steht ja schon eine. Hihi. Steigen wir da ein. Machen uns startklar. Wählen die Route aus. Und los geht's. Ups, jetzt habe ich wieder die... die passende Tür zu... Oh, wir haben hier... Funktionieren die? Die waren die im Bussimulator 21 Tram-DLC auch mit dabei? Habe ich hier sonst noch irgendwas übersehen? Irgendeinen Unterschied? Ich weiß ja nicht. Kann ja mal passieren. So. Ich würde sagen, wir wählen die Route mal aus. Route 2. Jetzt fahren. Haben wir da schon irgendwie eine Bahn zugewiesen? Nee, oder? Ist das jetzt die oder die Variante haben wir? Ja. Dann müsste man die Route ausgewählt haben. Genau, wir müssen nochmal hier zur Starthaltestelle fahren. Dafür müssen wir einmal einen riesen Bogen außenrum, bis wir dann an die erste Haltestelle kommen. Und ja, da müssen wir einen Zahltag erhalten. Das kriegen wir hin. Ach, Entschuldigung, ich muss gerade ständig muten. So.
Aber was ich halt wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde alleine, dass die Straßenbahngleise jetzt in der Straße drinne sind und nicht mehr auf der Straße liegen, beziehungsweise nur noch ganz leicht vielleicht, das macht schon so einen enormen optischen Unterschied aus. Finde ich so tausendmal schöner. So. Ja, und dass halt auch so Details da sind, wie so Weichengeräusche halt. Natürlich ist hier kurvenradiusmäßig das immer noch nicht perfekt. Das ist immer noch so der Fall. Aber ja, naja. Drücken wir mal ein Auge zu. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich, um da hinzukommen? 2 Minuten? Oh, das war ein bisschen hart in die Kurve gerade. 2 Minuten 30 haben wir Zeit, um da hinzukommen. Ich würde sagen, eine Runde fahren wir auf der Linie noch. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. So ist der Plan. Schön langsam um die Kurve. Ich bin noch mal gespannt, ob die Scheibenwischer jetzt besser umgesetzt sind. Was natürlich von den Gleisen her immer noch nicht passt, sind die Überschneidungen. Ja, da würde die Bahn jedes Mal entgleisen. Das ist auch nur so eine Sache, das passt noch nicht. Aber ey, man hat hier wenigstens schon mal so einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht, meiner Meinung nach. Boah, kommen wir jetzt hier den Berg nicht hoch, oder wie? Ah, man muss nur Vollgas geben, ein bisschen warten, funktioniert das schon. Was ein Gegurke, um jetzt dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Habe ich mich vielleicht auch einmal verfahren gehabt? Nee, habe ich nicht. Das ist tatsächlich die Route. hallo? Naja, ich habe es rechtzeitig gesehen, konnte noch bremsen. Und noch ein bisschen klingeln. Das ist die Lieblingstaste in der Tram, wenn wir unterwegs sind. Boah, Vollbremsung und wir sind trotzdem schneller geworden bergab. Ja, Halleluja. Da will ich aber nicht Fahrgast sein, wenn das wirklich so ist. Und da sind wir bei der ersten Haltestelle. Genau, kommt auch passend die Ansage. So. Also beim Tram-DLC vom Bus-Simulator. Oh, erster Zahltag haben wir schon. Da müssten wir schon die eine Aufgabe abgeschlossen haben. Oder den einen Punkt von der Aufgabe. Sieht so aus. Wie viel verdienen wir? Ja, ist gar nicht so schlecht, oder? Dass wir gerade erst angefangen haben mit dem DLC. Mit dem eigenständigen Spiel. Es ist ja jetzt kein DLC mehr. Mein Gott, durch dieses ganze DLC-Gedöns und gleiche Fahrzeuge, gleiche Maps und so weiter, kommt man da durcheinander. Entschuldigung. Es ist aber ein eigenständiges Spiel. Es hat nichts mit dem Tram-DLC zu tun. In dem Sinne. Außer, ja, mit dem kostenlos, wenn du das hast, kostenlos, wenn du das hast, Variante und, ah. Egal. So. Machen wir die Türen wieder zu. Ja, im Tram-DLC ist es auf jeden Fall so, da kannst du mit den Tasten 1, 2, 3 auf der Tastatur Tür 1, Tür 2, Tür 3 aufmachen. Hier ist es so, Taste 2 ist quasi Türfreigabe für die komplette Seite. Deswegen habe ich vorhin ein paar Probleme mit der Tür gehabt. Aber jetzt haben wir das raus. So. Warten wir gerade mal kurz an der roten Ampel. Oh, wir haben echt schon wieder Verspätung.
dann müssen wir Vollgas geben. Hilft nichts. Entschuldigung. Oh. Wie lange einen so eine Erkältung irgendwie noch niederdrücken kann, das ist wirklich Wahnsinn. So. Das ist, glaube ich, auch eine Straße, kann es sein. Da gab es gar keine Gleise im Drum-DLC. Also ich bin gerade ständig so ein bisschen am Vergleichen, was ist anders im Vergleich zum Drum-DLC. Also aufgefallen ist jetzt auf jeden Fall schon, dass wir bei den Missionen so ein bisschen bessere Hilfe haben. Ja, also das Grundsystem von den Missionen, von den Beschreibungen und so weiter hat man anscheinend ein bisschen überarbeitet bei diesem eigenständigen Spiel hier. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Zweitens hat man die Gleise in die Straße gebracht und nicht mehr einfach über die Straße drüber verlegt. Das war schon immer doof beim Bussimulator, als die Gleise da dazu gekommen sind, dass die auf den Straßen lagen. Ja, und dann hast du nicht mal, wenn du mit dem Bus drüber gefahren bist, hast du nicht mal Force Feedback gehabt. Das war schon doof. Das sieht hier auf jeden Fall schöner gelöst aus. Ja, genauso finde ich das mit dem Kombihebel jetzt quasi hier schöner, dass man den quasi auf eine gewisse Position einfach stehen lassen kann. Und somit kannst du halt einfach auch so konstant einen gewissen Schub geben und so weiter. Das finde ich auch schon mal sehr schön, sehr gut. Und ja, mal gucken, was uns noch alles auffällt. Dass man jetzt halt die komplette Türseite freigeben kann mit einem Tastendruck. Das hat, glaube ich, im Drum-DLC damals, als ich gespielt hatte. Damals, klingt schon wieder so lange. Als ich rumprobiert hatte, hatte ich noch die Preview-Version. Da hat man auch keine Taste gehabt, dass man alle Türen auf einer Seite komplett aufmachen kann. Kann sein, dass es dann irgendwie noch früher oder später dazu kam. Das habe ich aber dann nicht mehr ausprobiert. Das kann ich jetzt also nicht sagen. Aber das funktioniert hier auf jeden Fall jetzt auch. Auch eine ganz gute Sache. Ja, macht auf jeden Fall einen netteren Eindruck als das Drum-DLC. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Es wäre auch schlimm, wenn nicht. Na, ich wollte gerade eigentlich mal gucken, wie es aussieht hier mit dem Kurvenradius, weil er hat schon ziemlich knapp und eng gewirkt. Übrigens spielen wir auch natürlich dieses Spiel wieder auf allerhöchsten Grafikeinstellungen. Können wir ja gleich mal ein Foto machen hier in der Kurve, wenn meine Maus sich nicht selbstständig macht. Und dann sollte ich halt wirklich mal Gas geben, weil, ja, Fahrplan und so. Ich bin aber mal gespannt, wenn wir dann mal... Boah, langsam. Jetzt haben wir uns verfahren. Ja, das passiert. Verdammt, jetzt haben wir echt ein Zeitproblem. Ja, wenn man nicht in der Ego-Perspektive fährt und dann gerade ein bisschen zu schnell Gas gibt, tja, dann muss man halt mal wenden irgendwo. Jetzt ist nur die Frage, wo können wir wenden, um hier gescheit wieder hinzukommen? Das Navi hilft mir gerade überhaupt nicht. Gut, dann haben wir das auch getestet. Navi hilft hier in dem Spiel nicht so gut nach. Ich würde jetzt hier mal geradeaus fahren, die nächste links und dann nochmal eine links. Um dann wieder zurückzukommen und hier rauszukommen, wo wir eben reingefahren sind. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, sagt das Navi jetzt auch. Sehr schön. Da haben wir uns schon das erste Mal verfahren. Ja, das ist das einzigste Doofe, wenn man hier Drum fährt. Das war schon beim Drum-DLC so für den Bus-Simulator 21. Wenn du dich einmal verfährst, musst du einen mega Umweg fahren, um wieder zurückzukommen. Rückwärtsgang gibt's nicht. Rückwärtsgang gibt's nicht. Da bleibt einem dann nichts anderes übrig, außer einen Umweg in Kauf nehmen. Aber gut. Passiert. Passiert. Sollte nicht passieren, aber wenn man hier gerade in der Außenperspektive unterwegs ist und so weiter, kann das mal passieren. So, jetzt hier links. Boah, wie viele Gleise hier einfach liegen. Kreuz und quer. So, nach vorne fahren wir jetzt wieder rechts und dann nochmal rechts. Dann sind wir wieder da, wo wir hin wollten. Boah, brems. Ich habe das Gefühl, die Bremse funktioniert hier ein bisschen besser auch als in dem DLC. Ich vergleiche das gerade extra so, weil ich so ein bisschen halt zeigen möchte, was so die Unterschiede sind zum DLC. Und ob das Spiel jetzt besser ist als das DLC, weil das DLC für den Bus-Simulator 21...
Boah, hier mit der Kurve stimmt auch irgendwas nicht. Weil das DLC für den Bus-Simulator 21 konnte man irgendwie nicht ernst nehmen. So, jetzt sind wir hier richtig. Tür auf. So, wir haben ein bisschen lang gebraucht. Ja, kleiner Ausflug, um die Stadt kennenzulernen mit der Tram. Gibt's schon fast wieder den nächsten Zahltag. Das habe ich extra gemacht, nur um den Zahltag zu bekommen. Oh, Wertgegenstand vergessen. Wer hat was vergessen? Wo, wie, warum, wieso? Wo ist was? Wo ist was? Wo ist was? Wo ist was? Ich sehe nichts. Ich suche gerade wieder irgendeine Tüte, die an der Scheibe klebt oder so, aber ich sehe sie nicht. Aber ehrlich gesagt jetzt nicht die Zeit, hier jeden Sitz abzusuchen. Pech gehabt. Wir müssen weiter. Sonst sind wir... Wobei, wir sind schon außer fahrplanmäßig unterwegs und es kann eigentlich nichts mehr passieren. Also alles egal. So. Nächster Halt. Jefferson Street. Ja, man merkt es ja in den Kurven, die eigentlich vom Radius viel zu eng werden, weil die Bahn kaputt machen würden. Da wird die Bahn auch heftig ausgebremst. Muss gerade mal was schauen hier. Ah, okay, da oben ist unsere nächste Haltestelle. Ja, ich fand gerade die Streckenführung ein bisschen merkwürdig und ich traue Spielen nicht mehr. Und Navigationssystem in Spielen traue ich erst recht nicht mehr. Habt ihr es bald mit den Autos? Okay. So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt links. Ich kündige mich mal wieder an. Glocke regelt. Weil mit diesen fetten Säulen von dieser Straßenbahn hat man einfach keine Sicht nach rechts und links. Selbst wenn man sich da umguckt, sehen tust du nicht gerade viel. Auch das Bremsgeräusch hat man verändert. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Wenn du ganz schön hier in die Eisen gehst, dann hörst du es brummen. Oder vibrieren. So, wir fahren auch die Rampe aus, weil da war, glaube ich, ein Rollstuhlfahrer, oder? Ja, Rollstuhlfahrerin diesmal. Also man hört eine Rampe, man sieht aber keine. Ja gut. Wie auch immer. Hauptsache, wir können die Person mitnehmen. Hauptsache, wir können die Person mitnehmen. Wir haben einen neuen Kerl auf der Arbeit. Er ist hierher gezogen. Er heißt Stephen Street. Ob du es glaubst oder nicht, er ist hier noch nie aufgetaucht, weil er die ganze Zeit... Ach, was haben wir denn da für ein Ding? Das ist ja wie ein Omsi. Der Spiegel. Wenn ich den nicht genau angucke, den links, wird der nicht aktualisiert. Erst wenn ich den komplett angucke, läuft er wieder mit. Was haben wir denn da? Warum ist das so? Keine Ahnung. Kann das sein, dass es einfach an der Preview-Version liegt? Müsste ich vielleicht mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich Field of View noch größer stelle, ob der dann tatsächlich auch nicht mit aktualisiert. Das wäre natürlich mies, weil ich habe es nur gerade gesehen, weil wenn wir so da drauf schielen, nur so leicht, ist einfach nur ein Standbild. Jetzt ist wieder aktuell. Jetzt ist wieder Standbild. Okay. Naja. Das wäre wieder eine Kurve, die viel zu eng ist für die Tram. Man sieht es, das Gelenk wird ineinander gedrückt. Wie gesagt, mit Realismus braucht man halt bei den Entwicklern. Oh ja, nach dieser engen Kurve wird man immer losgeschossen. Also das ist ja noch genauso problematisch wie in dem DLC, dass das einfach nicht realistisch ist mit den Kurvenradien. Dadurch eigentlich zu Problemen kommt mit der Bahn. Deswegen ist man manchmal so wie in Zeitlupe kurzzeitig unterwegs und dann auf einmal schießt es einen aus der Kurve wieder raus. Das haben wir hier also auch noch genauso. Könnte man eigentlich, ja, recht einfach wahrscheinlich lösen, indem man einfach andere Kurvenradien nimmt in der Kreuzung. Oder wie so ein bisschen ausholt, die Gleise ein bisschen mehr auf die linke Spur vielleicht drüber und dann erst um die Kurve zum Beispiel. Da müsste man zwar mehr auf den KI-Verkehr achten und in den Spiegel schauen, aber das wäre doch eigentlich eine ganz feine Sache, oder meint ihr nicht? Ups, aus dem weggedrückt. Entschuldigung. Ja, wir fahren da wahrscheinlich hin. Ich weiß ja nicht wohin, aber wir fahren wahrscheinlich dahin. Einfach mal nett bleiben. Einfach nett bleiben. Ja, das gibt's also immer noch das Problem.
Deswegen fühlt sich das wahrscheinlich auch stellenweise echt komisch an, weil die Kurvenradien einfach zu eng sind. Wahrscheinlich hier jetzt auch wieder. Ja. Hier wird man etwas lahm, aber hier war der Effekt jetzt nicht ganz so doll. Hier jetzt auch nicht, hier passt es auch. Oh, was haben wir hier für einen Knick drin? Ich weiß nicht warum, aber das sieht sehr ungesund aus für die Tram. Das sieht sehr ungesund aus. Ja, gut, so Sachen müsste man vielleicht, ja, wir sind doch gerade ein bisschen durch den Boden durch, ja, eben gerade auch wieder. Ja, so Sachen müsste man vielleicht ein bisschen anpassen. Also, dass man die Map anpasst, wenn man schon sowas macht. Genauso wie hier, da kannst du doch nie im Leben mit einer Tram drüber fahren. Guckt euch das mal an. Irgendwo hat die auch ihren Biegeradiusende. Ich will ja nichts sagen, Leute. Aber ich kann gerade nicht anfahren. Das ist zu steil, um mit der Tram anzufahren. Ja, geil. Ja, geil. Ich weiß nicht. Ist das vielleicht jetzt der Moment, wo wir die Folge beenden sollten? Weil Rückwärtsgang hat das Ding ja nicht. Runterrollen rückwärts. Geht das, wenn ich die Bremse komplett löse? Nö, die rollt nicht rückwärts. Mal leicht Schub geben. Leicht Schub geben, Vollgas. Ja, wie gesagt, solche Stellen, da muss man die Map ändern. Das ist erstens komplett unrealistisch. Die Tram schwebt in der Mitte, da haben die Räder gar keinen Bodenkontakt mehr. Vielleicht können wir deswegen auch nicht mehr anfahren. Rückwärtsgang können wir nicht einrichten bei den Teilen normalerweise. Also ich wüsste nicht wie. Ich sehe jetzt auch keine Taste, keinen Knopf, wo man irgendwie das umstellen könnte. Was haben wir denn hier Schönes eigentlich? Kann man auch nicht bedienen. Blinker, das. Aber im Tram-DLC konnte man auch nicht rückwärts fahren. Da musstest du auch immer, wenn du dich verfahren hast, nicht einen Meter zurückfahren, sondern komplett außen rumfahren. Das wird hier auch nicht anders sein. Wir können sanden. Oh, sanden funktioniert sogar. Ja, ups. Ja, krass. Das funktioniert mit dem Sand. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass man hier wirklich die Sandenfunktion eingebaut hat. Und dass man dann tatsächlich Grip bekommt, um solche Sachen hochzufahren. Es ändert so nichts daran, dass diese Kreuzung komplett unrealistisch ist, weil die Bahn, wie gesagt, in der Mitte gar keinen Kontakt mehr mit den Rädern hat. Die schwebt in der Luft. Das wird die Bahn vielleicht ein, zwei Mal mitmachen, dann wäre die wahrscheinlich kaputt und verbogen und die Gelenke kaputt, aber krass, dass trotzdem das Sanden funktioniert. Was aber dann auch gefehlt hätte, wäre jetzt funkende Räder. Ja, oder durchschleifendes Geräusch, weil man hat ja nichts gehört. Naja. Da tun wir das Spiel direkt mal wieder in der ersten Folge auf Herz und Nieren testen. Ja, bitte alle aussteigen. Die Tram ist kaputt. Wir müssen jetzt jede Fahrt irgendwie in die Werkstatt. Nach jeder Runde. Nein, Quatsch. Krass. Rampe können wir auch mit der Taste G ausfahren. Okay, danke für die Hilfe. Ja, jetzt fährt eine Rampe aus. Ah, die Rampe fährt in den Boden rein. Ich habe mit Ted über unsere Ergebnisse gesprochen. Er hat sich die Fahrgastzahlen angeschaut und ist begeistert, wie schnell wir die Bevölkerung überzeugen konnten, unsere Trams zu nutzen. Er sieht großes Potenzial in unserem Projekt und hat es zusätzlich bezuschusst. Außerdem hat er mir einen Kontakt zu einem sehr besonderen Straßenbahnhersteller hergestellt, der noch antike Trams verkauft. Ich bin in diesem Moment in deren Produktionsstätten und schau mir ihre Modelle an. Ich melde mich gleich, wenn ich mir ein Bild gemacht habe. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. So, halten Sie sich fest. Ich habe gerade der neuen Beauftragten für die touristische Entwicklung von Angel Shores, Carol Sanderson, meine Idee für die touristische Erschließung unseres Verkehrsnetzes präsentiert. Sie ist voll drauf abgefahren. Stellen Sie sich eine Linie vor, welche die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Angel Shores mit dem Transitterminal verbindet. Doch ich habe Probleme, eine ausbalancierte Route zu definieren, die den Realbedarf gut abdeckt. Aber da können Sie mir sicher gut weiterhelfen. Ja, das kriegen wir schon wahrscheinlich irgendwie hin. Wir haben eine neue Straßenbahn freigeschaltet, aber wir haben wahrscheinlich kein Geld, um die uns zu kaufen, oder? Oh, wow, wir haben aber schon wieder voll viel Geld zusammengekriegt. Dafür, dass ich alles rausgeballert hatte. Nicht schlecht. Krass.
Cannonball Blues. Zeige dem Touristen die schönsten Orte von Angel Shores. Kaufe eine historische Straßenbahnlinie. Ich soll mir eine Straßenbahnlinie kaufen? Ich denke mal, wir sollen uns bestimmt eine historische Straßenbahn kaufen, oder? Und nicht eine Straßenbahnlinie, egal. Weil wir haben ja auch jetzt eine historische Straßenbahn freigeschaltet, egal. Bearbeite Straßenbahnroute 2 und schaffe eine ausgeglichene Route. Die Transit Terminal DE, City Hall, North Valley Spring High School, Golden Bridge, Baker Park, South Entrance, Silver Park, South Sea View Beach verbindet. Alles klar. Befördere 30 Fahrgäste auf Straßenbahnroute 2, erreiche eine 4-Sterne-Bewertung oder besser auf Straßenbahnroute 2, baue West Oakwood oder St. Anthony auf Stufe 2 aus. Ja, okay, also es sind von den Aufgaben her, würde ich sagen, sind das so ziemlich ähnliche Aufgaben wie in dem im Bus-Simulator 21. Ja, baue den Stadtteil auf D-Level aus und so weiter. Ja, gut. Also ein bisschen zeitintensiv, aber das kriegen wir schon hin wahrscheinlich. Ja, wir müssen halt jetzt in der nächsten Folge dann Straßenbahnroute 2 bearbeiten. Eine ausgeglichene Route draus machen. Ja, Straßenbahnroute 2 läuft ja eigentlich hier drüben. Wir sollen das aber mit Transit Terminal verbinden. Also wir müssen dann hier rüberfahren, also von hier darüber die Route ausgleichen. Verschiedene Haltestellen anfahren. Valley Spring High School. Das wäre schön, wenn man irgendwie hier die Namen anklicken könnte und man kriegt dann die Haltestelle angezeigt. Aber das hat man hier immer noch nicht gemacht. Aber gut, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Es kann, ich glaube, ich werde diese Route vor der nächsten Aufnahme anpassen, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit kosten, bis ich das alles gefunden habe, angepasst habe. Und dann schauen wir uns einfach dann in der nächsten Folge an, wie ich diese Route gestaltet habe. Und dann, ja, können wir wieder ein bisschen durch die Gegend fahren. Und wir können auch nochmal gucken, wie teuer diese historische Straßenbahn war. Und dann gucken wir mal, ob wir uns die vielleicht gleich kaufen können und dann benutzen können. Das sehen wir aber dann. Ich hoffe, dass euch diese allererste Folge Tram Simulator Urban Transit gefallen hat. Schreibt mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Gerade nach dem DLC für den Bus-Simulator, ja, war ja eher ein bisschen negativ meine Kritik zu dem DLC. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum 20 Euro und warum dann dieses Spiel hier kostenlos. Schreibt mal eure bisherige Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen, oder? Genau, ja. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Falls ihr neu seid, gerne auch dem Discord-Server beitreten. Link dazu ist in der Videobeschreibung unter Social Media. Und ja, gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.